In den letzten Videos haben wir uns beschäftigt mit der normalen Form bzw. mit der hessischen normalen Form der Ebenengleichung. Und dazu haben wir gesehen, brauchen wir einen normalen Vektor? Und wir hatten uns aber bis dahin noch nicht mit der Frage beschäftigt, wie man einen solchen normalen Vektor bekommt. Es kann nämlich durchaus sein, dass man vielleicht eine Ebene in Parameterdarstellung hat, das heißt mit einem Stützvektor und zwei Richtungsvektoren. Und man aber für eine Rechnung, vielleicht für eine Abstandsbestimmung, eher so etwas braucht wie die hessische normalen Form. Und in einem solchen Fall braucht man eben den normalen Vektor. Und dazu muss ich Ihnen natürlich mitteilen, beziehungsweise nochmal in Erinnerung rufen, wie man einen solchen normalen Vektor bekommt. Hierfür werden wir das sogenannte Vektorprodukt, das man auch Kreuzprodukt nennt, definieren. Das heißt, wir werden zwei Vektoren miteinander mal nehmen, das sogenannte Vektorprodukt eben bilden, und als Ergebnis werden wir wieder einen neuen Vektor erhalten. Wenn wir also zwei Vektoren, nennen wir sie mal a und b, haben, und diese Vektoren haben eben die Koordinaten a1, a2 und a3, beziehungsweise b1, b2 und b3, dann ist das Vektorprodukt von a mal b oder eben auch das Kreuzprodukt von a mal b genannt, definiert durch diesen Ausdruck hier. Natürlich kann sich kein Mensch sowas merken, ja, sowas merke ich mir auch nicht in dieser Art, aber um ein solches Vektorprodukt auszurechnen, geht man nach dem, was ich Schnürsenkelprinzip nenne, vor. Und das bedeutet, dass man die ursprünglichen Vektoren, hier den Vektor a, zweimal untereinander schreibt, den Vektor b eben auch zweimal untereinander schreibt und hier die obere und die untere Zeile einfach rausstreicht und dann Produkte bildet, gemäß sozusagen diesen Schnürsenkeln. A2 mal B3, A3 mal B1, A1 mal B2, das ist das, was hier steht. Das sind sozusagen die blauen oder absteigenden Produkte. Wir bilden dann außerdem die aufsteigenden Produkte. A3 mal B2, A1 mal B3, A2 mal B1. Das sind die roten oder aufsteigenden Produkte. Und wenn wir beides voneinander abziehen, dann bekommen wir wieder einen Vektor. Und das ist eben dann nichts anderes als das Vektor- oder Kreuzprodukt der beiden ursprünglichen Vektoren a und b. Und das Vektorprodukt hat natürlich eine ganz besondere Eigenschaft. Das haben Sie auch in der Schule hoffentlich jedenfalls hergeleitet. Nämlich es hat die Eigenschaft, dass wenn wir hier die ursprünglichen Vektoren u und v haben und dieser Vektor s das Vektorprodukt dieser beiden ursprünglichen Vektoren u und v ist, dass dieses dann eben senkrecht auf den beiden ursprünglichen Vektoren steht. Und damit haben wir jetzt schon eine Möglichkeit gefunden, einen normalen Vektor zu ermitteln. Wenn wir nämlich in einer Ebenengleichung in Parameterform hier zwei solche Richtungs- oder Spannvektoren haben, u und v, und wir brauchen aus irgendwelchen Gründen eine normalen Form oder eine hessische normalen Form, wo wir eben einen normalen Vektor brauchen, dann können wir einfach die beiden Richtungsvektoren nehmen, das Vektorprodukt bilden und dann haben wir einen normalen Vektor. Also auch das habe ich Ihnen hier nochmal notiert. Wozu braucht man das Vektorprodukt? Nun, das Vektorprodukt ist häufig hilfreich, wenn man einen normalen Vektor ermitteln soll oder die Darstellungsform einer Ebene in eine andere umwandeln muss. Es gibt noch eine zweite interessante Eigenschaft, die vor vielen Jahren mal auch prüfungsrelevant war. Das ist aber meines Wissens in der heutigen Zeit nicht mehr der Fall. Die Länge dieses Ergebnisvektors, sprich des Vektorprodukts, ist nichts anderes als die Fläche dieses Parallelogramms, was eben von diesen ursprünglichen Vektoren u und v gebildet wird. Schauen wir uns das mal an einem konkreten Rechenbeispiel an. Hier haben wir diese beiden ursprünglichen Vektoren a und b. Und wir wollen jetzt das Vektorprodukt a Kreuz b. Ja, man schreibt das Vektorprodukt dann mit einem Kreuzzeichen a Kreuz b bilden, also 1, 2, 1, Kreuz 4, minus 1, 0. Und dann machen wir das eben, wie gesagt, nach dem Schnürsenkelprinzip 1, 2, 1, 1, 2, 1, diese beiden Vektoren eben zweimal untereinander geschrieben.
obere und untere Zeile rausgestrichen, absteigende Produkte minus aufsteigende Produkte. Also 2 mal 0 ist 0, 1 mal 4 ist 4, 1 mal minus 1 ist minus 1 und einmal minus 1 ist minus 1, einmal 0 ist 0 und 2 mal 4 ist 8. Also 0 minus minus 1 gibt 1, 4 minus 0 gibt 4, minus 1 minus 8 gibt minus 9. Das ist das Vektorprodukt dieser beiden ursprünglichen Vektoren. Und wenn Sie wollen, können Sie das jetzt auch nachrechnen. Dieser Ergebnisvektor steht tatsächlich senkrecht auf diesen beiden hier. Sie müssen nur das entsprechende Skalarprodukt bilden und sehen, ob 0 herauskommt. Hier noch ein zweites Rechenbeispiel. Hier habe ich eine Ebene in Parameterform gegeben mit dem Stützvektor 0, 3, 0 plus r mal dem einen Richtungsvektor 0, minus 3 und 4 plus s mal dem anderen Richtungsvektor 5, 0, 0. Und hierzu soll man einen normalen Vektor bestimmen. Das heißt, ich kann jetzt aus diesen beiden Richtungsvektoren einen normalen Vektor einfach dadurch bilden, dass ich das Vektorprodukt dieser beiden Richtungs- oder Spannvektoren bilde. Ich schreibe diese zweimal untereinander, obere, untere Zeile streichen, absteigende Produkte minus aufsteigende Produkte. Und wenn ich das ausrechne, bekomme ich hier 0 minus 0 ist 0, 20 minus 0 ist 20 und 0 minus minus gibt ja wieder plus, 15 gibt eben 15. Man könnte also jetzt diesen Vektor n, sprich das Kreuz- oder Vektorprodukt der beiden ursprünglichen Richtungsvektoren u und v mit den Koordinaten 0, 20 und 15 nehmen als normalen Vektor für diese Ebene. Nun wird man diese Zahlen hier vielleicht etwas unhandlich finden und da es ja nicht auf die Länge des normalen Vektors ankommt, wird man für praktische Berechnungen sowas dann durch einen gemeinsamen Faktor teilen wollen. Einfach damit man am Ende handlichere Zahlen bekommt. Und hier sehen Sie, wird als gemeinsamer Faktor in allen drei Koordinaten wohl die 5 vorkommen. Ich könnte also hier überall durch 5 teilen und hätte dann als anderen möglichen normalen Vektor eben den normalen Vektor 0 und 20 durch 5 ist 4 und 15 durch 5 ist 3, also 0, 4, 3. Das wäre ein anderer möglicher normalen Vektor. Wir haben jetzt also gesehen, wie man mithilfe des Vektor- oder Kreuzproduktes einen normalen Vektor senkrecht zu zwei gegebenen Vektoren bestimmen kann. Es gibt allerdings noch einen zweiten Weg, der in der Schule eben auch unterrichtet wird. Und den will ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Wir haben hier wieder zwei Vektoren a und b vorgegeben und es soll jetzt ein Vektor n gefunden werden, der senkrecht zu beiden steht. Nun wissen wir ja bekanntlich, wenn n tatsächlich zu einem beliebigen Vektor senkrecht steht, dann muss das Skalarprodukt entsprechend 0 geben. Wir haben also dann zwei Gleichungen, nämlich dass a mal n gleich 0 sein muss und b mal n muss auch gleich 0 sein. Und aus diesem ergibt sich dann ein lineares Gleichungssystem, aus dem man eben dieses n tatsächlich bestimmen kann. Und das schauen wir uns gleich mal an einem Rechenbeispiel an. Auch hier haben wir wieder zwei ursprüngliche Vektoren, minus 2, 2 und minus 1, Vektor a und b ist 2, 3, 1. Und wir suchen einen Vektor n, einen normalen Vektor, der senkrecht zu diesen beiden steht. Wir kennen den noch nicht, also verwenden wir hierfür einfach mal die Koordinaten a, b und c, die sind noch nicht bekannt. Und wir wissen jetzt, dass das Skalarprodukt von a mit diesem Vektor n 0 sein muss, das heißt minus 2, 2, minus 1, Skalarprodukt mit dem Vektor a, b, c muss gleich 0 sein. Und genauso Skalarprodukt von b mit n muss ebenfalls gleich 0 sein, also 2, 3, 1 mal a, b, c muss gleich 0 sein. Und wenn wir das jetzt gemäß den Regeln des Skalarprodukts ausrechnen, wir werden hier komponentenweise mal nehmen und dann die Zwischenergebnisse addieren, dann bekommen wir eben tatsächlich zwei Gleichungen heraus. Das sehen wir hier. Hier werde ich also mal nehmen, minus 2 mal a, das ist das hier, plus 2 mal b, das ist das hier, minus 1 mal c und das ist hier minus c. Am Ende steht hier gleich 0.
Und somit habe ich aus diesem hier eine Gleichung gewonnen. Und aus der nächsten Bedingung bekomme ich die zweite Gleichung. Also 2 mal a plus 3 mal b plus 1 mal c gleich 0. Das ist diese zweite Gleichung. Damit haben wir jetzt ein Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und mit drei Unbekannten. Also eine Unbekannte mehr, als es Gleichungen gibt. Und das bedeutet, dass wir eine beliebige Variable, eine beliebige Unbekannte frei wählen können. Ich wähle hier zum Beispiel die Unbekannte c, setze dafür einen beliebigen Wert ein, mehr oder weniger beliebigen Wert. Ich sollte nicht unbedingt 0 einsetzen, weil dann am Ende überall 0 herauskommt. Das ist nicht das Ziel, was ich erreichen will. Ich möchte ja vernünftige Werte herausbekommen, also am Ende einen normalen Vektor, der nicht dem Nullvektor entspricht. Da darf ich also nicht unbedingt 0 einsetzen, aber ich probiere es mal doch mit einem relativ einfachen Wert. Ich wähle c einfach gleich 1. Und somit habe ich jetzt aus dieser Gleichung minus 2a plus 2b minus 1 gleich 0, das steht hier. Und an dieser Stelle 2a plus 3b plus 1 gleich 0, das steht hier. Und dadurch, sehen Sie, haben wir jetzt ein Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten. Und da lassen sich doch hoffentlich diese beiden Unbekannten a und b ganz konkret bestimmen. Das machen wir jetzt, indem wir zunächst mal die Zahl, die hier an dieser Stelle stand, auf die rechte Seite rüberbringen. Dann haben wir einmal auf der rechten Seite in der ersten Gleichung die 1 und in der zweiten Gleichung eben die minus 1. Und Sie sehen jetzt, dass hier ein minus 2a steht und hier steht ein plus 2a. Das heißt, wenn wir diese beiden Gleichungen einfach mal addieren würden, dann fällt das a hier heraus. Minus 2a plus 2a gibt gerade 0, fällt also raus. 2b plus 3b gibt 5b und 1 minus 1 gibt 0. 5b ist also gleich 0 und damit ist auch b gleich 0. Wenn ich diesen Wert jetzt in eine beliebige Gleichung, in diese oder in diese hier einsetze, ich setze es mal hier in die 2 ein, in die zweite Gleichung, dann steht hier nur noch da 2a gleich minus 1 und daraus bekomme ich eben a gleich minus 1/2. Und jetzt haben wir das a und das b und das c bestimmt. A ist gleich minus 1/2. B ist gleich 0 und das C hatten wir ursprünglich mal mit 1 gewählt. Und das ist dann nichts anderes als ein normalen Vektor, der normalen Vektor n, minus 1/2, 0, 1, der senkrecht auf diesen beiden ursprünglichen Vektoren steht. Also hier nochmal kurz die schematische Vorgehensweise. Wir suchen einen Vektor n, der senkrecht zu zwei gegebenen a und b steht. Und wir bilden einfach a mal n, also Skalarprodukt a mal n gleich 0, Skalarprodukt b mal n gleich 0. Das liefert uns, wie wir jetzt gerade gesehen haben, zwei Gleichungen mit drei Unbekannten. Eine können wir frei wählen und dann können wir die anderen beiden entsprechend ausrechnen und bekommen dieses n dann ganz konkret. Ob Sie nun einen normalen Vektor mit Hilfe des Vektorprodukts, was wir ja am Anfang gesehen haben, oder mit dem Skalarprodukt und anschließendem Lösen eines Gleichungssystems bestimmen. Das bleibt natürlich Ihnen überlassen. Das ist einfach nur eine Geschmacksfrage. Beide Lösungswege sind ähnlich aufwendig. Sie haben auch gesehen, dass Sie beim Ausrechnen des Vektorprodukts doch einiges rechnen müssen.